Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und ich habe heute ein Valentinstagsvideo für euch und ich freue mich ungelogen schon die ganze Zeit, das Video hochzuladen, denn Valentinstag ist so ein Tag im Jahr, wo ich es einfach liebe, alles mit Herzchen voll zu knallen, mit Rosa, mit Rot und dann DIYs zu machen und zu backen und zu schminken und alles. Und auf YouTube wird ja der Valentinstag auch immer sehr zelebriert und da durfte ich natürlich nicht mit einem Video fehlen. Jedoch bin ich bei diesem Video nicht ganz alleine, denn ich habe mich mit der lieben Laura, der Sophia und der Cindy zusammengetan. Denn wir haben uns überlegt, dass wir für euch einfach ein cooles Gewinnspiel zum Valentinstag organisieren. Jeder von uns hat eine Zahl in seinem Video versteckt und diese Zahlen müsst ihr dann alle finden und an die unten angegebene E-Mail-Adresse schicken. Ich habe euch alle Kanäle und alle Videos auch nochmal in die Infobox gepackt, damit ihr das Ganze leichter findet. Und auch die Teilnahmebedingungen findet ihr nochmal in der Infobox. Und wenn ihr alle Zahlen richtig an die E-Mail-Adresse geschickt habt, könnt ihr mit etwas Glück 4 kleine Pakete gewinnen, denn jeder von uns packt sozusagen sein individuelles Paket für den Gewinner. Und ich weiß, dass die anderen drei ihre Gewinne schon gezeigt haben, aber ich dachte, ich spanne euch einfach etwas auf die Folter und erst der Gewinner wird sehen, was drin ist. Aber es sind super coole Sachen drin, auch beispielsweise Produkte aus dem neuen Essenssortiment, die noch gar nicht im Handel sind. Also dann seid ihr einer der Ersten, die die neuen Produkte ausprobieren können. Ich habe nämlich wahnsinnig viel Zeug hier, was ich gerne an euch verlosen möchte. Und deswegen wird mein Paket wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Aber das ist natürlich umso cooler für den Gewinner. So, und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr so lange rum. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit meinem Valentinstagsvideo. Es hat super viel Spaß gemacht, es zu drehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, wir fangen jetzt mit dem ersten Snack an und zwar sind das diese wunderschönen Oreos. Oh mein Gott, Leute, die sind so schön und einfach. Ihr braucht einfach Oreos, etwas Kuchenglasur oder Schokolade und dann noch ein paar verschiedene Toppings. Ich habe hier Herzchen und Marshmallows genommen. Und als erstes schmelzen wir die Kuchenglasur entweder am Topf oder in der Mikrowelle, bis diese dann ganz weich ist. Something is wrong with the way and I don't know why. Anschließend tunke ich dann einfach einen Oreo in die Schokolade, das kann ruhig mehrmals sein, damit die Schicht dicker wird. Und anschließend schichte ich dann meine Toppings auf die Schokolade und das könnt ihr wie gesagt mit jeder Schokolade machen und mit jedem Topping eurer Wahl und das Ganze sieht dann echt wunderschön aus am Ende. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash bells, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bush at Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Damit die helle Schokolade noch zu langweilig war, habe ich etwas rote Lebensmittelfarbe in die weiße Schokolade gegeben, beziehungsweise in die Kuchenglasur. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das ein richtig schönes Rosa geworden. Und dort habe ich dann meine restlichen Oreos noch reingetunkt und sie ebenfalls mit den verschiedenen Toppings verziert. Das habe ich mit allen Oreos gemacht und sie sind wirklich so schön geworden und das ist ganz einfach und ganz schnell und eignet sich super als Last-Minute-Geschenk. Wenn ihr noch etwas Zeit und Geld übrig habt, könnt ihr euch wie ich hier noch so Glitzerglasur nehmen und damit die Oreos noch ein bisschen schöner machen. Das ist aber kein Muss, es hängt echt davon ab, wie viel Zeit und Geld ihr quasi noch habt und investieren wollt. Aber ich habe das Ganze hier noch ein bisschen verziert mit silberner und roter Glitzerschrift und oh mein Gott, wie schon zum hundertsten Mal gesagt, ich finde diese Oreos so schön und sie sind auch perfekt für Fotos oder für Partys und eben als Geschenk geeignet. Like
Der zweite einfache und super leckere Valentinstag-Snack sind diese Herzbrezeln in Schokolade und auch die sind wieder kinderleicht zu machen und sehen wirklich super, super schön aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schön am Ende aussieht und dafür braucht ihr dann einfach ein kleines Backblech, ein bisschen Kuvertüre, die ihr später schmelzt und diesen Salzbrezel-Snack hier. Ich habe dann einfach noch die rosa Schokolade bzw. Kuchenglasur genommen, die ich eben verwendet habe, um diese einfach aufzubrauchen. Und als erstes habe ich dann angefangen, die Kuvertüre in kleine Blöcke zu schneiden, um diese dann anschließend zu schmelzen. Das kommt ab in die Mikrowelle und sobald die Schokolade geschmolzen ist, fange ich dann an, sie auf meinem Tablett mit etwas Backpapier zu geben. Ihr könnt da auch ein großes Tablett nehmen. Ich habe hier so ein Mini-Tablett genommen, weil sich das einfach von der Menge her super geeignet hat. Und wenn ihr dann die ganze Schokolade verteilt habt und wirklich alles aus der Schüssel rausgekratzt habt, könnt ihr auch schon anfangen, eure Salzbrezeln auf der noch warmen Schokolade zu platzieren. Dann habe ich den Rest Kuchenglasur nochmal geschmolzen und in die Mitte der Brezeln gegeben. Und falls ihr das schon erkennen könnt, diese rosa Kuchenglasur ergibt dann nachher ein Herz. Das heißt, ihr habt so kleine Brezelherzen in der Schokolade und Brezel und Schokolade schmeckt wirklich richtig lecker zusammen. Und das mache ich dann mit allen Brezeln. Und natürlich musste auch das mit Herzchen und mit Glitzer verziert werden und das Ganze sieht dann so aus. Das Ganze muss dann ungefähr 2 bis 3 Stunden trocknen. Ihr könnt es auch in den Kühlschrank tun. Ich habe es jetzt so an der Luft trocknen lassen und nachdem das Ganze dann trocken war, habe ich es einfach nur noch in Stücke geschnitten und das Ganze ist dann schon bereit zum Verschenken. Passend dazu zeige ich euch noch ein Valentinstags-inspiriertes Outfit, was casual ist, aber trotzdem ziemlich süß aussieht. Und zwar trage ich hier eine Jeansjacke von Tommy Hilfiger, die ich wirklich über alles liebe, zusammen mit einem pinkfarbenen Pullover von Ralph Lauren, einer weißen Bluse von Urban Outfitters, einer grauen Hose von Vero Moda und meinen weißen Chucks zusammen mit meiner Tiffany-Kette. Und ich finde einfach, dass es ein sehr casuales Outfit ist, aber durch das Pink trotzdem nochmal das ganze Valentinstagsthema aufgefasst wird und auch noch der passende Lippenstift das Ganze abrundet. Ich fühle mich sehr wohl in dem Outfit und das ist eine Variante, die ich am Valentinstag tragen würde. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben.